Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für die moderne Führungskraft, die weiß, dass sie jeden Tag ein bisschen besser werden sollte. Mein Name ist Regina Volz. Ich bin seit 20 Jahren im Bereich Personal unterwegs und heute habe ich einen Gast in unserem Podcast, der sehr, sehr spannend ist und viel zu erzählen hat zum Thema Führung. Sie ist seit rund 20 Jahren Sparringspartnerin, Mentorin und Executive Coach für erfolgreiche C-Levels. Und die, die es einmal werden möchten. Die Diplom-Biologin und Inhaberin des Galileo-Instituts für Human Excellence blickt selbst auf langjährige Führungserfahrung zurück und war unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung verantwortlich für mehr als 1000 Mitarbeiter. Ja, ich denke, da weißt du schon, was du tust. Sie ist Autorin mehrerer Bücher, hat den Leistungsträger-Blog und den C-Level-Podcast Leben an der Spitze ins Leben gerufen. Ein aktuelles Buch hat sie auch geschrieben, Herausforderungen im Führungsalltag, die 24 Führungsthemen für den Weg ins Top-Management. Das klingt alles so wahnsinnig spannend, deshalb freue ich mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Gudrun Happig. Hey, ho, willkommen zur Show. Leadership is a Lifestyle, direkt in dein Ohr, ganz egal, wo du gerade bist, ganz egal, was du gerade machst, das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Ach, Regina, als du das gerade so erzählt hast, da bin ich ja ganz hoch geworden. Ganz vielen lieben Dank für ein weiteres Mal in deinem wunderbaren Podcast. Schön, dass du da bist. Und ja, wir haben ja einen Führungspodcast. Und ich sag mal, ich habe das ja auch schon bei den vergangenen Podcasts erwähnt, wo du Gast dabei warst und die immer einen sehr, sehr hohen Anklang auch bei meinen Hörern gefunden haben, dass du für mich eine der Top-Führungsexperten schlechthin bist. Und egal, was ich dich frage, du hast für mich eine immer richtig, richtig gute Antwort parat. Auch wenn ich selbst mal ein Thema habe, man kann ja schlecht sein eigener Coach sein. Und ich finde auch ganz persönlich deinen Podcast richtig gut, wo du auch wirklich über Themen sprichst, Alltagsthemen, wo auch die ganzen Coaches mit zu dir kommen, also wirklich Themen, die jeden betreffen. Und du hast dann immer so coole Ideen. Also ich bewundere dich da wirklich für und ich empfehle jeden auch deinen Podcast zu hören. Ja, wir haben heute in Anlehnung an dein Buch, wir haben auch ein YouTube-Video dabei, da könnt ihr uns beide sehen. Und ich habe auch das Buch, das aktuelle Buch, von Gudrun mitgebracht. Ja, und ich fand den Titel schon so spannend. Herausforderungen für den Führungsalltag, 24 Führungsthemen für den Weg ins Top-Management. Da sage ich, welche Führungskraft interessiert sich da jetzt nicht für? Und wir haben aus diesem Buch mal ein Thema rausgenommen, das mich auch persönlich sehr interessiert. Und zwar das Thema, wie findest du deinen eigenen Führungsstil? Jetzt habe ich so viel geredet, liebe Gudrun. Ich übergebe mal gerne das Wort an dich. Erzähl noch ein paar Worte, die ich vielleicht noch nicht erwähnt habe. Und sag uns, wie lernst du deinen eigenen Führungsstil? Wie das so ist mit dem Führungsstil. Das ist echt gar nicht einfach. Also danke erstmal für diese lange Einleitung. Ich musste gerade so schmunzeln, als du sagtest, ja, ich kann dich eigentlich alles fragen, egal welches Thema du hast, immer eine Antwort oder auch ein Beispiel. Und mir ist mal von einem Journalisten vom Handelsblatt gesagt worden, als Frau Happig, Sie sind ja die Praxistante. Ne? Es gibt ja viele Experten, aber egal mit welchem Thema ich sie kontaktiere, sie greifen immer in die Praxiskiste, ja, die Theorie. Und ich glaube manchmal schon, ja, das macht mir total Spaß, aber das ist auch so ein bisschen das, was mich auszeichnet. Und jetzt die Frage mit dem Führungsstil, die wird meiner Ansicht nach wird die unterschätzt. Also zumindest bei mir ist es so, dass die meisten Klienten kommen mit der Frage, ja, ich möchte schon erfolgreich sein, aber ich möchte mich nicht verbiegen. Das ist so die Idee. Aber im normalen Alltag erleben sie das häufig so, dass sie glauben, ein anderer werden zu müssen oder sich verbiegen zu müssen, um überhaupt erfolgreich zu sein. Und schon sind wir im fetten Dilemma. Ne? Jetzt nehmen wir mal an,
Also ich habe wieder ein Beispiel. Eine Klientin von mir ist über Jahre hinweg eigentlich immer mit ihrem Chef, hat sie die Unternehmen gewechselt. Und das hat immer super gut geklappt und sie hat ihren Chef immer bewundert. Und dann sagte ich, was bewundern Sie denn an dem? Oh, der ist so kompetent, das war IT-Unternehmen, der ist fachlich so fit und der ist eine super Führungskraft. Ich kann das ja gar nicht. Da sagte ich, was können Sie nicht? Na, ich kann gar nicht führen und ich bin eine ganz schlechte Führungskraft. Dann meinte ich, ja, warum? Na, ich bin fachlich nicht kompetent. Und ich müsste genauso führen wie er, um ein ähnliches Image zu haben. Ich denke, Regina, wenn du mir zuhörst, dann gehen dir auch so mehrere deiner Klienten durch. Ja. Den Dialog hast du schon mal gehört. Und dann habe ich so gefragt, okay, wenn Sie könnten, wie Sie wollten, wie würden Sie denn am liebsten führen? Also Sie. Gute Frage. Dann hat sie erstmal nichts eingefallen. Und dann habe ich die Frage nochmal wiederholt, wenn es nach Ihnen ginge, wie würden Sie am liebsten führen? Sagt sie, naja, ganz ehrlich, ich definiere mich als Führungskraft gar nicht über Fachwissen. Ich würde es viel eher, und ich glaube, dass meine Mitarbeiter viel, viel kompetenter sind im Fachlich als ich. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich am allerliebsten die Intelligenz meiner Mitarbeiter moderieren und die Fragen zusammenführen. Also eher, ich sehe mich wie so ein Moderator oder wie in so einem Orchester. Und dann ging bei mir die Ohren und ich war ganz begeistert. Und sie hörte auf mit dem Satz, aber das kann ich ja nicht, weil dann bin ich ja eine schlechte Führungskraft. Und das war eigentlich genau, wenn ich dich jetzt fragen würde, würdest du wahrscheinlich so denken, hä, wieso macht die das denn nicht? Ist doch ganz, ne? Man kann doch machen was, wovon man überzeugt ist. Aber das ist die Theorie. In der Praxis haben wir oft ein Bild, wie wir sein müssen, was meistens genau überhaupt nicht dem entspricht, was wir sind. Und dann trauen sich viele Leute, das nicht umzusetzen. Ja, und vor allen Dingen, es passt ja auch nicht überall rein, ne? Also du musst dich ja als Führungskraft auch irgendwo, was deinen Führungsstil angeht, auch der Unternehmenskultur anpassen und ein Stück weit auch mit den anderen Führungskräften und mit dem Top-Management irgendwie einig sein über den Führungsstil. Ne? Du kannst ja jetzt keinen ganz anderen Führungsstil leben, wie die Firma eigentlich in ihren Werten auch propagiert und etablieren möchte. Deswegen denke ich schon, das ist nicht immer so einfach. Also wenn das natürlich passt, wenn alle die gleiche Meinung haben und alle den gleichen Führungsanspruch haben, dann ist es super. Ne? Aber ich sag mal, jetzt stell dir mal vor, da kommt ein Patriarch in ein Start-up-Unternehmen. Ja, was passiert da? Es ist erstmal, ja, da, was passiert da? Ist eine gute Frage. Ich glaube, der läuft vor die Wand oder alle Mitarbeiter fliehen und er stellt dann irgendwann mal Mitarbeiter ein, die er auch gewohnt ist und die mit ihm umgehen können. Also ich sag mal, irgendwas passt sich dann an. Genau, aber da sind wir genau beim ganz wesentlichen Punkt. Ich greife nochmal zu dem Beispiel von der Klientin zurück, wo du sagtest, naja, eigentlich ist es offensichtlich, dann setz es doch um. Und du ja meintest, das geht aber auch nur, wenn es die Unternehmenskultur zulässt. Und in diesem Beispiel habe ich sie ermuntert, es war nicht Usus in dem Unternehmen, aber ich habe sie ermuntert, das zu machen. Nicht, hallo, hier bin ich, sondern ganz klein zu probieren. Und es ist total spannend, weil sie hat eine unheimlich hohe positive Resonanz gehabt. Also ich mache jetzt mal ein bisschen Zeitsprung, so nach 1,5 Jahren hatte sie das Image, im Grunde die Rohdiamantenschmiede im Unternehmen zu sein. Das heißt, alle, die richtig was lernen wollten, haben sich bei ihr in der Abteilung beworben, unter anderem aufgrund dieses Führungsstils, weil sie nicht klein gemacht wurden. Mhm. Ne? Und dann hat sie zumindest so ein bisschen aufgrund der Resonanz, merkte sie, okay, ich sollte einen Führungsstil nehmen, der zu mir passt. Und das ist die Kernaussage. Also die würde ich zumindest sagen. Finde erstmal raus, was zu dir passt. Der Chef hätte so nicht führen können, weil es zu ihm nicht gepasst hätte. Oder zu dem Beispiel, was du gerade sagtest, ein hierarchischer Chef, wenn der davon überzeugt ist, dass es deins ist, dann passiert genau das, was du gesagt hast.
Ne? Wenn er als Chef in ein Start-up kommt, dann werden die, die das überhaupt nicht mögen, die werden ruckzuck gehen. Mhm. Die anderen, die das auch nicht mögen, die sich aber nicht trauen, werden schweigen und werden sich entziehen, werden es vielleicht umsetzen. Die Ergebnisse sind aber relativ super. Und wenn vielleicht, wenn der hierarchische Chef sich einen guten Begleiter sucht und der ihm sagt, hör mal zu, dein Führungsstil passt hier nicht ganz hin, dann kann es sein, dass der sich den auch mal überlegt und vielleicht anders führt. Aber grundsätzlich, also ich hatte zum Beispiel einen Klienten, Geschäftsführer, sehr hierarchisch autoritär, der sagte, naja, mit dem Führungsstil kommt man ja heute nicht mehr an. Ne? Deswegen, ich sage immer, ich habe das Büro der offenen Türen. Wenn ihr ein Problem habt, könnt ihr kommen und ihr könnt auch immer eure Meinung sagen. Und Frau Happig, die kommen nicht. Da dachte ich, ach, warum kommen die wohl nicht? So, dann haben wir ein bisschen gesprochen und stellte sich raus, dass die sich auch nicht getraut haben, weil die genau wussten, eine offene Meinung war nicht gefragt. Lange Rede, kurzer Sinn, der war ambivalent. Der hat gesagt, ich muss modern führen, also kooperativ. Ich probiere das auch, aber ich habe keine Glaubwürdigkeit und meine Mitarbeiter reagieren darauf nicht. Und dem habe ich empfohlen, führen Sie das so, wie Sie, von dem Sie überzeugt sind. Sie machen klare Ansagen. Sie sagen, was Sie erwarten. Also Sie sind hierarchisch autoritär. Hat er erst gesagt, ja, das kann ich doch nicht machen. Der entscheidend ist, wenn Sie klar sind, na, und so war es in dem Fall auch. Da war eine ganze Menge Mitarbeiter dabei, die total erleichtert waren, weil er endlich so geführt hat, wie sie als Typ ihn auch gesehen hatten. Und die fanden das gut. Mhm. Da sind nur zwei gegangen, die das... Okay. Ja, aber das zeigt auch, du ziehst ja, was du vorhin so sagtest, im Laufe der Zeit ziehst du ja die zu, die, wenn du stimmig bist, ne, ziehst du ja die zu dir passenden Mitarbeiter an, auch mit deinen Führungsstilen. Und ich glaube, das Entscheidende ist, nicht auf einer modernen Welle mitzureiten, sondern das herauszufinden, was für dich stimmig ist, weil die Mitarbeiter brauchen dich als Chef, um eine Orientierung zu haben. Mhm. Wenn du aber sagst, ich bin tolerant, aber ein Mitarbeiter spürt es nicht, dann kann ein Mitarbeiter sich nicht orientieren. Mhm. Ist natürlich auch so, wenn die Mitarbeiter einen ganz anderen Führungsstil gewohnt sind, ne? Sagen wir mal, die hatten vorher ja eine Laissez-faire-Führungskraft, eine sehr kollegiale Führungskraft und dann kommt der Patriarch plötzlich rein. Ich glaube, es wird ein Thema sein. Oder wenn zum Beispiel deine Klientin ganz anders führt als ihr Chef und ihrem Chef passt das nicht. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da trotzdem, ich meine, manchmal ist es ja sehr überlappend, ne? Und es ist ja selten auch so, dass es ganz unterschiedlich ist. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt in der Unternehmensleitung bin und will, dass mein Unternehmen modern, agil geführt wird und dann kommt der Patriarch her und ich glaube, der hat es schwer. Der muss sich zumindest ein Stück weit anpassen. Und ich sehe auch so das Problem, dass dann auch so ein bisschen Neid entsteht. Die eine Abteilung hat jetzt mal so eine sehr offene, angenehme Führungskraft. Die andere Abteilung hat eine Führungskraft, ja, die ist schon eher so, ja, sehr, sehr diszipliniert und auch sehr, ich sag mal, patriarchisch angehaucht. Ich vergleiche das auch so ein bisschen wie in der Schule. Der eine Lehrer war total nett. Der war so ein Kumpeltyp und der andere war ganz, ganz streng. Ne? Bei dem musstest du dich dreimal anstrengen, um da mal eine 2 zu kriegen, während bei dem anderen, der hat 1 und 2 so verteilt. Und da war das ja auch so, ne? Hey, du hast den Lehrer, ach, das ist aber cool, ich habe den Blöden. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn es so arg auseinanderklafft in den Unternehmen, was Führungsstile angeht, dass es schon zu Komplikationen führen kann und zu Konflikten führen kann, ne? Das ist aber ein zweites Thema, wie gehe ich dann damit um? Ich möchte, wenn es mein Unternehmen ist und ich möchte, dass die Kultur ist und Agilität und so weiter, Nummer eins, ich glaube, du holst dir keinen hierarchischen Typen rein, zumindest bei Directs. Oder
Wenn, dann würdest du dir den eher als Wolf im Schafspelz reinholen. Also was weiß ich, der tut erst total kooperativ und so weiter und nachher entpuppt sich, oi, 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 das passt ja gar nicht. Dann würde ich, und wenn es dein Unternehmen ist, vermute ich mal, ich frage dich jetzt mal, wie lange würde sich so ein total hierarchisch führender bei dir halten? Den würde ich gar nicht einstellen. Und wenn, dann wäre er sehr schnell weg. Aber es gibt ja Unternehmen, die stellen aus Verzweiflung, weil sie gerade jemanden brauchen für ein gewisses Fachgebiet, auch mal jemand ein, der fachlich passt und achten nicht so auf die Persönlichkeit. Das gibt's ja leider immer noch, obwohl wir ja ständig darüber reden, dass wirklich die Persönlichkeit eines der wichtigsten Faktoren ist. Also ich würde A, so jemanden gar nicht einstellen. Und ich gucke ja auch bei unseren Klienten auch immer drauf, dass es passt, auch wenn sie selber nicht drauf achten. Und ich rate ihnen auch teilweise von der einen oder anderen Führungskraft ab. Und es gibt jedoch genug Unternehmen, das sehe ich ja auch bei meinen Kunden, wo wir dann wirklich reingehen und sagen, Mensch, überlegen Sie sich das, ob derjenige wirklich passt. Wir haben dies oder jenes festgestellt und es könnte zu Konflikten kommen. Und ich denke einfach, ja, dass es dann kracht irgendwann mal und dann wird eine Entscheidung getroffen, ne, Gudrun? Ja, mehr oder weniger. Also ich meine, nicht umsonst gibt es eine Probezeit, ne? Und zwar von beiden Seiten, ne? Also grundsätzlich stehe ich auf dem Standpunkt, aber ich glaube, das wirst du bestätigen, der Auswahlprozess sowohl vom Unternehmen als auch von der Führungskraft dient dazu, herauszufinden, ob es passt. Mhm. Viele, also zumindest mache ich noch die Erfahrung, dass ganz, ganz viele Suchende alles tun, um die Stelle zu kriegen. Mhm. Und dann sage ich, warum? Also hast du die entscheidenden Dinge gefragt? Du solltest doch rausfinden, oder es wäre hilfreich, jetzt rauszufinden, was dich später erwartet. Mhm. Absolut. Das 2 Stunden sein. Und da stellst du auch Fragen, was dich erwartet. Und ich glaube, für viele ist es immer noch neu, dass sie immer glauben, Hauptsache ich habe einen Job. Jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten. Und ich sage, und dann passieren ganz schnell solche Sachen, von denen du erzählst. Ich lande als Bewerber irgendwo, wo ich nach einem halben Jahr sage, oh Gott, ist das schrecklich. Mm-hmm. Oder ich hole mir als Unternehmen jemand rein, wo ich auch nach einem halben Jahr sage, oh, meine Herren, ja, jetzt werde ich den wieder los. Und ich sage mal, da werde ich auch nicht müde, den Leuten immer wieder zu sagen, und das ist richtig, richtig teuer, wenn du dir einen reinholst, der nicht passt. Ne? Es prüfe, also, wer sich ewig bindet, ne? Oder zumindest für eine gewisse Zeit. Ne? Genau. Ja. Und ich sag mal, und man darf, also ich bin nur dann richtig gut, wenn ich tatsächlich einen Führungsstil gefunden habe, der zu mir passt. Und da ist es auch egal, nennt er sich situativ oder kooperativ und transaktional oder autoritär oder kommt ja jedes Jahr, wird ja ein neuer Führungsstil durchs Land getragen. Es muss zu der Person passen, ne? Weil, um mich da nochmal zu wiederholen, weil ich eine hohe Glaubwürdigkeit habe. Und die Leute, Mitarbeiter, eigentlich auch Chefs, suchen in der Führungskraft eine Orientierung. Und ich glaube nicht, ich hast wahrscheinlich mitgekriegt, ich habe heute überhaupt nicht das Wort authentisch in den Mund genommen, weil ich damit immer so Schwierigkeiten habe. Ich sage eher, wenn ich eine Führungskraft bin, dann bin ich in einer Führungsrolle. Ja. Es geht aber darum, das stimmig zu mir zu machen. Und ich habe jetzt gerade wieder jemanden im Umfeld, der ist sowas von unkalkulierbar. Mhm. Mal war total zuckersüß und nett, fast demütig und dann haut er drauf und sagt, das ist für die Chefs ist es blöd, für die Mitarbeiter ist es doof, für den Kunden ist es doof, weil die überhaupt nicht wissen, wie ist denn der morgen? Absolut. Und da geht mindestens die Leistung vom Umfeld extrem zurück. Wenn ich als Mitarbeiter nicht weiß, ich habe da was auf, also Orientierung ist das eine, was ich gesagt habe, und das andere ist irgendwie verlässlich. Mhm. Jetzt mal böse gesagt, ich könnte mir vorstellen, wenn ich eine, also ich habe eine Klientin, die ist Vertriebsvorständin, versteht sich mit dem Vorstandsvorsitzenden grundsätzlich sehr, sehr gut, aber sie sagt, alle 6 Wochen kracht's. Da rauschen die so fürchterlich aneinander
Und dann sage ich, wie gehen Sie denn damit um? Sagt sie, das ist schon doof. Aber ich habe mich da mittlerweile darauf eingestellt, alle 6 Wochen passiert es, dann kracht es einen halben Tag, danach sprechen wir drüber und dann kommen wir wieder super miteinander klar. Und sie sagte, darauf kann ich mich einstellen und damit kann ich umgehen. Also es ist für sie überhaupt kein Grund, das Unternehmen zu verlassen. Sehr schön. Ja, ich finde, es ist ja auch wichtig, im Vorstellungsgespräch rauszufinden, nicht nur das Unternehmen, sondern auch der Bewerber, welche Kultur und welcher Führungsstil auch in dieser Firma gewünscht wird. Ne? Da kann man ja auch ganz klar nachfragen, welcher Führungsstil wird hier gelebt? Und du weißt ja, es geht ja von oben nach unten. Ne? Und da kannst du auch wirklich mal dein Gegenüber fragen, was haben Sie für einen Führungsstil? Wie führen Sie? Ne? Um auch rauszufinden, hey, passt das? Oder passt das nicht für mich? Ja, und zum Beispiel auch zu fragen, was mir gerade einfällt, ich finde das eine total tolle Idee und wahrscheinlich wird dann werden irgendwelche netten, wohlklingenden Buzzwords genannt. Ich bin jetzt mal ein bisschen gemein. Und ich glaube, dann ist auch eine Anschlussfrage legitim, den Chef zu fragen, warum? Ne? Warum führen Sie so? Was zwecken Sie damit und welche Ergebnisse kriegen Sie? Das ist gut, ja. Welche Ergebnisse, genau. Ergebnisse kommen dann oder welche Erfahrungen machen Sie damit? Denn mir fällt gerade jemand ein, der war 25 Jahre in dem Unternehmen, ist quasi da als Schichtleiter angefangen und ist über die Jahre hinweg in die Geschäftsführung rein. Mhm. Und der hatte mal ein Thema, da musste ich wirklich nachdenken. Da sagt er, wissen Sie was, Frau Happig, das mit dem Führungsstil, das ist doch wie mit Moden. Mit was? Mit Moden, also Mode jetzt Mini lange Röcke. Da meinte ich, wie meinen Sie das? Er sagte, ja, als ich anfing vor 25 Jahren in dem Unternehmen, hatte der Chef immer recht. Er hat die Anordnung gemacht und alle anderen mussten hinterher rennen. Mhm. So, ob ich das gut fand oder ob ich das nicht gut fand, hat mich damals keiner gefragt, sondern das haben wir dann im Laufe der Jahre gelernt. Und jetzt reden die alle von Teamarbeit. Mhm. Jetzt wird diese Sau durchs Dorf getragen. Und da hat er einen ganz wichtigen Aspekt genannt. Er sagte, viele Leute haben einfach über die Jahre hinweg gelernt, einen Führungsstil mitzumachen, um hier nicht anzuecken. Und dann, wenn eine neue Mode kommt, wird erwartet, von jetzt auf gleich kannst du mitdenken, obwohl das 20 Jahre verboten wurde. So Stichwort erlernte Kompetenzlosigkeit. Und das fand ich extrem wichtig, weil es immer wieder auch in den Medien heißt, oder was man so an, ja, die Leute denken nicht mit, die sind faul, die wollen keine Verantwortung übernehmen. Und ich denke relativ häufig, wer sagt denn das? Ne? Wenn ein Mitarbeiter das 20 Jahre nicht durfte, ja, oder andersrum, immer wenn er es gemacht hat, hat er auf die Nase gekriegt. Dann heißt das doch nicht, dass er das nicht kann. Das heißt doch nicht, dass er das nicht will. Das dressiert, ne? Der ist dressiert und es geht erstmal darum, wenn man das dann ernst meint als Vorgesetzter, entsprechend Brücken zu bauen und der Mitarbeiter muss die Erfahrung machen, ich werde nicht sanktioniert fürs Mitdenken. So, und da sind wir wieder beim Thema, wird jetzt einfach nur eine Mode propagiert oder ist es halt stimmig? Mhm. Ich glaube, das ist Orientierung geben, du hast es vorhin auch gesagt, alles, was oben passiert, multipliziert sich sowieso. Absolut. Gibt es immer wieder, es versuchen mir immer wieder Leute zu sagen, nein, das ist nicht, dann sage ich, gibt aber diverse Studien, die genau das immer wieder belegen. Und deswegen sollte, zumindest mein Credo, insbesondere als Top-Führungskraft ganz oben, sollte ich mir über diese Multiplikatorwirkung, ist das richtig formuliert? Also diese Wirkung, die ich auch über meine eigenen Directs hinaus habe, darüber sollte ich mir bewusst werden, und zwar im Positiven wie im Negativen. Mhm. Du, ich möchte nochmal zurückkommen auf die Frage, so findest du deinen eigenen Führungsstil. Du hast ja vorhin gesagt, so frag dich selber, wie möchtest du denn führen? Ja. Wäre das auch eine Fragestellung zu sagen, wie möchte ich geführt werden? Ja. Das ist auch ein Thema.
Also das empfehle ich grundsätzlich jeder Führungskraft, die in eine neue Rolle, neue Position geht, dass sie ihre, da ist ja am Anfang immer so warm werden und viel reden mit den Leuten, dann sag ich immer, frag deine Mitarbeiter, wie möchtest du von mir geführt werden? Sagen die, kann ich ja nicht fragen. Das muss ich wissen. Ich sage, nein, du musst es nicht wissen, aber du kannst deine Mitarbeiter fragen. Das heißt ja nicht, dass du es machst, ne? Dass du immer drauf, also wenn da einer sagt, ja, ich möchte permanent getreten werden oder misshandelt werden, dann muss ich das als Führungskraft übernehmen. Ne? Und, aber andersrum genauso. Ich finde zum Beispiel ideal dieses, wir haben ja jetzt in dieser Zeit diese Jahresgespräche. Ne? Das würde ich als, und es geht ja immer um dieses Feedback, dass der Chef Feedback dem Mitarbeiter gibt. Aber ich sagte, macht's doch mal andersrum. Gebt doch auch dem Chef mal Feedback und absolut. Es ist absolut legitim, dass er sagt, weißt du was, Chef, ich merke, so fängt damit an, so das so fixe, dass die mal stattfinden und mal nicht. Kann ich doch als Mitarbeiter sagen, nee, also lieber zu alle 2 Wochen findet es statt, als jede Woche ist angesetzt und es fällt aus. Und irgendwie brauche ich eine klare Ansage, ich brauche klare, oder mir wäre lieb, wenn sie mir sagen, machen Sie mal, dass sie mir auch sagen, bis wann, also dass ich da eine klare Vorgabe habe. Ich würde es mindestens in den Dialog gehen. Es kann sein, dass der Chef nicht drauf eingehen kann oder eingeht, ne? Aber dann bist du wieder im Dialog. Ich finde auch, dass man als Führungskraft auch immer wieder die Mitarbeiter auffordern sollte, ihnen auch ein Feedback zu geben, ne? Und auch sagen sollte, hey, sag mir nicht immer nur, was toll ist, ne? Sondern sag mir das auch, was dich mal stört, weil jeder hat irgendetwas, hat irgendwelche Eigenschaften, die vielleicht die anderen stören oder was du vielleicht ändern möchtest oder gerne geändert hättest. Und ich, aus meiner Erfahrung als Führungskraft, musst du die Leute aktiv darauf ansprechen. Von alleine sind es wirklich nur die ganz, ganz Mutigen, die da kommen. Ich hatte aber vorher die Frage anders gemeint. Ich frage mich als Führungskraft, wie möchte ich geführt werden? Das, was du eben gesagt hast, finde ich auch super, aber dann nochmal die Frage, kann das identisch sein mit dem, wie ich geführt werden möchte? Oder kann das weit auseinanderklaffen? Meinst du jetzt, ob ich als Führungskraft meinen Chef fragen? Nee, ich meine, also wenn ich mir Gedanken über meinen eigenen Führungsstil habe, ne, hast du ja zuerst gesagt, wie willst du führen? Was liegt dir, was findest du gut? Und meine Frage wäre, wie wäre das, wenn ich mich selber fragen würde, wie möchte ich denn geführt werden von meinem Chef? Ja, logisch. Ne? Und dann dem Chef sagen. Also das meinte ich, ich habe es vorhin umgedreht. Nee, nicht dem Chef sagen, sondern für meinen eigenen Führungsstil zugrunde legen. Wäre eine Möglichkeit. Ja, meistens ist es ja so, dass man anderen leichter das gibt, was man selber gerne hätte. Ich das aber nochmal als Reflexionsschleife. Also ich glaube, 2 Sachen sind wichtig. Das ist das nochmal, dass mir das als Reflexionsschleife bewusst wird. Ne? Das ist eher so ist, dass ich mit anderen eher so umgehe, wie ich selber gerne hätte. Nummer 1. Nummer 2, dass da aber alle anderen anders sind. Also nur, weil ich das richtig finde, eine lange Leine zu lassen, weil ich auch gerne eine lange Leine hätte, heißt das nicht, dass meine Mitarbeiter damit gut klarkommen. Also mein Führungsstil, den ich favorisiere, oder wie ich führen müsste, müssen nicht alle mit klarkommen. Aber es ist erstmal deiner. Ich bin sowieso der Meinung, dass eigentlich jeder Mitarbeiter anders geführt werden sollte. Also bezogen auf die fachliche Kompetenz und bezogen auf die persönliche Kompetenz. Es gibt Mitarbeiter, die kannst du so laufen lassen. Das sind, du sagst das ja immer so schön, die Leistungsträger, ne? Die arbeiten, als ob sie ihr eigenes Unternehmen wäre, warum auch immer. Und dann gibt es die machen viele Fehler, da musst du immer mal wieder rüber gucken. Ich führe die dann auch ein bisschen enger, ne? Und ich denke mal, also ich bevorzuge
das so, dass ich mir die Person angucke und sage, okay, inwiefern ist sie fachlich kompetent und inwiefern, was braucht sie persönlich von mir? Es gibt ja Leute, die sind jeden zweiten Tag, stehen sie da, hast du mal wieder eine neue Herausforderung, und die anderen sind froh, wenn sie 5 Jahre das Gleiche machen dürfen. Und genau. Darf ich ergänzen? Ja. Mach dir Gedanken darüber, aber nochmal, du musst nicht wissen, nicht automatisch wissen, wie du den Mitarbeiter am besten führst. Also es ist gut, wenn du dir Gedanken darüber machst und dann mit dem Mitarbeiter da möglicherweise deine Vermutung aussprichst. Ne? Also ich bin ein bisschen weg davon, weil da ich einfach im Coaching feststelle, dass ganz viele Führungskräfte sich damit überfordern, dass sie wissen müssen, was für den Mitarbeiter gut ist, was auch die nächste Herausforderung oder die nächste Karrierestufe für den Mitarbeiter ist. Sag ich, nein, das musst du nicht wissen. Aber geh mit deinem Mitarbeiter darüber in Dialog. Klar, also auch den Mitarbeiter fragen, wo möchtest du dich hin entwickeln, auch herauskriegen, reicht dir das erstmal vom Aufgabenbereich, möchtest du mehr machen, bist du vielleicht überfordert, das auch irgendwie auch mal mitzukriegen, und auch gerade jetzt, sagen wir mal, in den Homeoffice-Zeiten ist es ja besonders wichtig, dass man da auch sehr, sehr intensiv immer wieder in den Dialog geht und dann fragt, hey, ist alles okay, und was wünschst du dir auch von mir, wie kann ich dich unterstützen, wie kann ich dich begleiten. Das finde ich auch wichtig. Und ich denke aber auch da, nicht jeder Mitarbeiter tickt gleich. Und ich finde schon, da solltest du dich als Führungskraft auch ein bisschen drauf einstellen. Der eine braucht das, dass du den öfter mal fragst. Der andere fühlt sich genervt. Ne? Der will in Ruhe gelassen werden. Das kriegst du ja auch raus. Nimm es raus, wenn ich dich so oft frage, nervt dich das? Jetzt kommt dann ganz oft das Argument, naja, aber mein Mitarbeiter, der macht ja nicht den Mund auf. Und, also ruckzuck muss ich selber wieder nachdenken. Da bin ich so ein bisschen streng, würde ich sagen. Ne? Dann, dass ich halt sage, also einfach von der Einstellung oder Haltung her, ich habe es mit Leuten über 18 zu tun. Ne? Also die Leute sind 18, sie wollen unbedingt erwachsen sein, weil sie jetzt Auto fahren, also einen Führerschein haben. Okay. Dann behandle ich sie auch mit wie Erwachsene. Ne? Also das heißt, das kann manchmal zu Diskussionen führen, so nach dem Motto, ja, sag mir, wie es für dich am besten ist, wie es passt. Oh, passt schon. Und du hast das Gefühl, hier stimmt was nicht. Da sind ganz viele Führungskräfte, dass sie denken, naja, der spricht ja seine Wünsche nicht aus, jetzt muss ich Hellseher werden. Und wo ich sage, nein, du hast das Gefühl, er spricht seine Wünsche nicht aus, aber jetzt schiebt die Verantwortung zum Mitarbeiter. Ne? Du kannst auch sagen, du, ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob das so stimmt, dass dir das wirklich total egal ist. Mach dir doch nochmal Gedanken darüber. Ich bitte dich, damit ich dich gut führen kann, ist es deine Verantwortung, mir deine Gebrauchsanleitung zu geben. Also so ein bisschen so diese Idee, pack die Verantwortung dahin, wo sie hingehört. Und mein Job als Führungskraft ist natürlich, den Mitarbeiter gut zu führen. Aber der Job als Mitarbeiter ist, dem Chef zu sagen, wie hätte ich es denn gern? Auch ein Feedback zu geben. Ne? Richtig. Und wenn das nicht kommt, wissen wir ja auch, wie der Alltag ist. Ne? Wird dann hinter dem Rücken gemeckert. Oh, der Chef, der fragt mich nie. Oh, der Chef, der fragt mich immer viel zu viel. Also meckern ist ja leicht. Und da würde ich der Führungskraft empfehlen, auch das im Gespräch nochmal anzusprechen, zu sagen, hey, sag, was Tacho ist, denn nur redenden Menschen kann geholfen werden. Ne? Und da im Zweifelsfall konsequent zu sein, denn sonst dreht sich ganz schnell der Spieß um. Der unausgefüllte Wünsche erfüllt deiner Mitarbeiter und kommst überhaupt nicht mehr zum Arbeiten. Und das finde ich auch nicht in Ordnung. Also zusammenfassend kann man schon sagen, führe, wie du führen möchtest, achte auf deine Werte, geh in ständige Kommunikation mit dem Mitarbeiter, versuch auch rauszufinden und frage ihn auch, was er von dir erwartet. Und schau erstmal, was den Führungsstil angeht, nicht danach, wie andere Leute führen in deinem Unternehmen, sondern mach erstmal dein Ding. Und wenn es dann zu Konflikten kommt, musst du halt dann noch vielleicht ein Stück nachbessern. Genau, und das ist ja nicht starr, sondern das entwickelt sich. Ne?
Also ich sage mal, ein Hochkooperativer wird nie komplett autoritär, ein Autoritärer wird nie Dings. Das fummelt sich ja ein. Und also ich sage mal, das findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Und das Entscheidende ist, da werde ich auch nicht müde, als Führungskraft ist mein Job zu führen. Und führen heißt meistens bis zu 85% am Tag bin ich am Reden, am Quatschen, am Kommunizieren. Und wenn ich darauf keine Lust habe, ist überhaupt nicht schlimm. Aber dann ist es hilfreich, mir selber ernsthaft die Frage zu stellen, sollte ich dann Führungskraft sein? Es gibt mittlerweile, muss ich dir als Recruiterin nicht erzählen, es gibt so tolle, ich nenne das gerne so Experten- oder Leuchtturmjobs. Ne? Es gibt mittlerweile viel, viel mehr Möglichkeiten als, ich sag mal, noch vor 10 Jahren. Hm. Aber auch hier habe ich als Führungskraft die Aufgabe, diese Gedanken darf ich mir schon machen. Also ich bin mehr und mehr davon überzeugt, jetzt nochmal packt die Verantwortung dahin, wo sie hingehört. Das Unternehmen ist nicht automatisch da, mich zu bepampern. Also ich bin da schon auch, um Ergebnisse auf die Straße zu bringen. Muss schon was tun, ne? Ich muss schon was tun. Ich meine, als Führungskraft kriege ich ja in der Regel auch eine Stange Geld dafür. Und das Schlimmste, glaube ich, ist, sage ich immer häufiger, ist die Selbstlüge. Mhm. Also wenn ich mir selber was vormache, ne, also ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon erzählt hätte. Ich hatte vor einigen Jahren, hatte ich mal einen Auftrag, die Personalabteilung war mit den Nerven fix und fertig und sagt, ja, wir haben hier Mitarbeiter XY, oh, der will immer Führungskraft werden und ich weiß überhaupt nicht, was wir denn mit dem machen sollen und übernehmen Sie mal. Und dann hatte ich ihn auch und dann habe ich als allererstes habe ich ihn gefragt, Herr XY, der war so Anfang 50, warum wollen Sie Führungskraft werden? Und jetzt pass mal auf, was er als Antwort kam. Ich finde, ich bin dran. Ja, das ist die Einstellung von vielen. Also die nächstmögliche Karriere, der nächstmögliche Karriereschritt im Unternehmen. Ne? Genau. Das nächste war, alle in meinem Freundeskreis sind Führungskraft. Mhm. Dann gibt es einen geilen Titel auf der Visitenkarte. Ja, und ich glaube, Geld gibt es auch mehr. So, das war seine Motivation. Und er meinte das ernst. Du, ich glaube, das ist für viele eine Motivation. Ja, genau. Und es ist auch okay. Und ich wusste in dem Moment nicht so richtig, wie ich so jetzt anfange. Aber ich habe erstmal mit ihm weitergearbeitet. Er wollte dann wissen, Führungsstile, Führungsinstrumente hoch, runter, rechts, links. Und ich glaube, im dritten Termin kam er dann an und war am Fluchen. Sagte, die blöden Mitarbeiter. Die sollen einfach nur ihren Job machen. Die sollen mich nicht fragen. Die kommen dauernd, stehen dauernd in der Tür. Das nervt. Der war richtig geladen, richtig sauer. Mhm. Dann habe ich gesagt, aber das, was die Mitarbeiter gerade machen, das gehört zu ihrem Führungsjob. Also nochmal 85% reden. Sagt er, mhm. Oh, scheiße. Das ist aber ätzend. Und dann so meine Lieblingsfrage, genau in dieser war natürlich hochgeladen und ganz, ganz stinkig und wütend. Da habe ich gesagt, naja, wenn Sie könnten, was würden Sie denn am liebsten tun? Und er sagte, also wenn Sie mich so fragen, wir haben im Unternehmen haben wir noch ein Pilotprojekt, das liegt da rum und das würde ich gerne mit 3 Leuten zur Produktreife und Marktreife bringen, damit wir dann mal so richtig in den Markt schieben können. Tja. Da haben wir es doch. Kümmert sich auch keiner drum, hat mich auch keiner gefragt und so weiter und so weiter. Dann sagte ich, naja, was halten Sie denn davon, wenn wir mal mit Personal sprechen? Ob das geht? Ja, wenn Sie da mit dabei sind, machen wir das. Und dann, lange Rede, kurzer Sinn, das Ergebnis war, weil das Unternehmen hatte genau bei diesem Projekt eine riesen Baustelle, weil die einfach keinen gefunden haben, der das machen kann. Mhm. Und das heißt, mit dem Moment, wo er dieses Projekt übernehmen konnte, war ihm geholfen, weil er endlich was gemacht hat, was seinen Fähigkeiten entsprach. Dem Unternehmen war sowieso geholfen, weil es endlich diese Produktentwicklung gab. Und es gab nur eine einzige Bedingung, dass er sagte, ich möchte gerne im Organigramm irgendein Kästchen haben, was wichtig aussieht. Und da habe ich Personal gefragt, kriegt er das hin? Da habe ich gesagt, ja, natürlich kriegen wir das hin.
Und das heißt, auch hier war er wieder, sich damit beschäftigt, um was es wirklich geht. Der wollte dann nicht mehr Führungskraft werden. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und das Unternehmen war glücklich, er war glücklich. Das Kästchen im Organigramm hat er gekriegt. Und er wollte nie wieder Führungskraft werden. Das war für mich, da haben wir 2 Termine gebraucht, nicht mehr. Ja, ich kenne das. Ich kriege das auch oft zu hören. Ja, weil in meiner Familie ist jeder Führungskraft. Und das ist doch auch die einzige Möglichkeit, bei uns im Unternehmen aufzusteigen. Ich meine, in manchen Unternehmen ist es auch so, ne? Die haben halt noch nicht die Projektstruktur, noch keine Matrixorganisation. Da ist es wirklich so, dass die Führungshierarchie wirklich das Einzige ist, wie man auch mehr Geld verdienen kann. Führungskräfte haben ein Auto, haben einen Parkplatz, haben ein Handy und so weiter und so fort. Und da müssen auch viele Unternehmen, denke ich, auch mal nachbessern, um auch wirklich Talente, die halt sehr stark im Expertentum zu Hause sind, auch die zu fördern und denen auch einen Weg zu bieten. Ne? Absolut, absolut. Und ich sag mal, im IT-Bereich hat sich das schneller entwickelt, einfach weil man da viele flachere Hierarchien hat. Und ich finde es immer noch viel zu spät, aber so langsam. Guck mal, im Krankenhaus oder so, ne, wie da die Hierarchien zum Beispiel sind oder im öffentlichen Dienst, ne? Also das ist schon, da gibt es noch gewisse Unternehmen und Organisationen, die müssen da noch eine Menge nachbessern. Gut, Ron, das war wieder ganz, ganz viel und ich könnte dich noch 1000 Fragen fragen. Zum Beispiel, wie gehe ich mit Konflikten um? Wie gehe ich mit diversen Teams um und so weiter? Aber ich denke, für heute reicht es erstmal. Und ich weiß, bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, dass du noch etwas mitgebracht hast für unsere Zuhörer. Magst du es noch kurz vorstellen? Oh, ja genau, ich hätte es fast vergessen. Für diejenigen, die den YouTube-Video sehen, jetzt blende ich nochmal gerade das Buch ein. Also Herausforderungen im Führungsalltag, 24 Führungsthemen für den Weg ins Top-Management, ist jetzt im Januar im Haufe Verlag erschienen. Und diejenigen, die jetzt hier deinen Podcast hören und auch Interesse an dem Buch haben und mir nennen Datum, keine Ahnung, 1 oder 2 Wochen, nachdem der Podcast erschienen ist. Ja, wir können ja sagen bis zum 30.04. Dann hat man auch in Ruhe Zeit, weil wir haben auch viele Hörer, die nachträglich später mal den Podcast hören. Die mir dann einfach per E-Mail ist bestimmt nachher in den Shownotes, den Kaufbeleg schicken. Die haben die große Chance, ich habe zu diesem Buch passend ein Führungskräfteprogramm, Leaders Lab, ihr Sprung in die nächste Liga entwickelt. Und die haben dann die ganz große Chance, einen 100-Euro-Gutschein zu gewinnen, wenn sie an dieser Aktion teilnehmen. Perfekt. Na gut, also ich kann das so empfehlen, weil Gudrun ist wirklich, ich sag mal, die Expertin im Bereich Führung. Und auch wenn du die eine oder andere Frage hast oder meinst, so ein Coaching würde dir mal ganz gut tun, dann wende dich auch gerne an Gudrun, weil sie bringt dich wirklich auf das nächste Level. Herzlichen Dank, liebe Gudrun. Und die letzte Frage gilt immer meinem Gast, also das letzte Wort hat auch immer mein Gast. Was würdest du jetzt im Rahmen des Themas, das wir heute hatten, wie erkennst du deinen Führungsstil und wie entwickelst du deinen Führungsstil? Was möchtest du unseren Hörern noch mit auf den Weg geben? Danke für die Frage. Jetzt muss ich natürlich ratzfatz überlegen, was ich meinen Hörern oder deinen Hörern auf den Weg geben möchte. Viele Leute glauben, dass sie ein anderer werden müssen, um erfolgreich zu sein und fangen an, sich im Außen anzupassen. Und ich möchte alle, die das jetzt hören, dazu ermuntern, erstmal zu sagen, nein, ihr müsst euch nicht verbiegen. Es ist sehr wohl möglich, auch einen eigenen stimmigen Führungsstil zu haben und damit extrem erfolgreich zu sein. Die erste Frage ist aber immer, egal was ich mache, mich selbst zu fragen, wovon bin ich überzeugt? Was ist denn meine Meinung? Und erstmal bei mir selber gucken, was für mich wichtig ist oder was ich will, bevor ich versuche, mich im Außen anzupassen. Wow. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, liebe Gudrun. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Euch wünsche ich eine schöne Zeit und ja, ich finde es gut, dass ihr unseren Podcast hört oder meinen Podcast hört. Ihr wisst ja, die beste Investition ist die, die man in sich selber tätigt und jeden Tag ein Stückchen dazulernen. Das ist schon eine große Investition.
Macht's gut, bleibt gesund. Bis bald. Wir sagen tschüss. Tschüss. Danke, liebe Kinder.